Morgen und ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Das Schwarze Eure Drakensang. Hier am Heiligen Abend. Fröhliche Weihnachten an euch da draußen, an alle. Fröhliche Weihnachten, da singe ich fröhlich. Fröhliche Weihnachten. Überall. Keine Ahnung, ich kenne das Lied nicht. Leute, ich bin hier beim Krollmann-Schatz gewesen in der letzten Folge. Den habe ich auf jeden Fall ausgenommen, den Krollmann-Schatz. Den Krollmann-Schatz. Ich werde mir Amatruz raufschmeißen. Fertig. Und wir gehen weiter. Und zwar zurück. Von wo sind wir gekommen? Ja, von hier. Hier drüben können wir nicht hin, weil da diese komische... dieser Monolith ist, dieser feuerspuckende Monolith. Was bleibt uns dann noch? An und für sich bleibt uns jetzt eine Sache. Und zwar die Sache mit einem gewissen Rätsel, Leute. Und das ist das, was mich schon ein bisschen stutzig macht. So ein Rätsel. Ich habe mich nämlich schlau gemacht, weil in diesem Let's Play, wenn ich so die ganze Zeit hier herum Rätsel, ich bin bei Rätsel nicht gut. Ich habe so ziemlich die meisten oder andere Spiele, alle Spiele, die halt mit Rätsel zu tun haben, eher die Finger davon gelassen zu Let's Playen oder so. Deshalb habe ich mich da, aber es ist schon einige Zeit jetzt her, schlau gemacht, was mich da in der Krollmann-Höhle bzw. in diesen Tiefen von Gruldur erwartet. Ein bisschen schlau gemacht. Und zwar gibt es da ein Rätsel. Und dieses Rätsel werde ich versuchen jetzt zu lösen. Zum Beispiel da haben wir einen Krollmann-Schalter. Das ist ein Schalterrätsel, Leute. Mal eine Stärkung nehmen von meinem Kaffee. Von meiner Tasse. Mir reicht sich gezocken. ich habe mir da ein paar Informationen aufgeschrieben. So, ist einfach so, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit durchgehend nur rätseln. Deshalb bitte verzeiht mir, wenn ich da jetzt wenn ich da jetzt herumrenne und wenn ich da jetzt herumrätsle und es vielleicht schaffen kann. Weil da haben wir zum Beispiel hier einen Schalter. Da geht's hier. Oh nö, das ist eine Wand. Ja, ich bin doch auch doof. Überhaupt so Schalterrätsel sind ja wirklich extrem. Weil da geht es nämlich hier... Was haben wir da? Was haben wir da für eine... Was? Krollmann. Das ist so blöd geschrieben, Leute. Wendeltreppe. Ach so. Von da bin ich ja gekommen, Leute. Dann geht's rechts, geht's da nicht hin. Und links ist auch zu. So, also wir drehen einmal diesen Krollmann-Schalter. Dann hat sich einmal das... Soll das die Tür aufgehen da? So, zweiten Schalter... Dann geht diese Tür hier auf. Den dritten Schalter sollen wir zweimal drehen. Okay.
zweiten Schlüssel einmal drehen. Das ist ein bisschen verwirrend, Leute. Zurück zum zweiten Schlüssel. Einmal. Ersten Schlüssel, wo soll der jetzt sein? Ah, diese Kameraführung, wenn die nicht so doof wäre. Ah, Leute, das ist so blöd. Das ist so blöd mit den... Hallo! Kolmenschlüssel, Leute, wir haben es geschafft. Boah, gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Also, das war nur zur Information. Den ersten Schlüssel einmal drehen, dann den zweiten Schlüssel einmal drehen, den dritten Schlüssel zweimal drehen. Dann zurück zum zweiten Schlüssel, den man einmal drehen muss. Zurück zum ersten Schlüssel, den man einmal drehen muss. Und dann wieder vor zum dritten Schlüssel, den man wieder einmal drehen muss. So war's, Leute. Jetzt haben wir da den Kolmenschlüssel. Aber den können wir nicht nehmen. Bin ich voll wahrscheinlich, ne? Sicher. Da haben wir einen Kolmenschlüssel. Was haben wir da? Finde das Amulett. Ich habe das Amulett gefunden. Vielleicht erinnert sich der Zwergengeist mit seiner Hilfe an sein früheres Leben. Und kann so von ihm Abschied nehmen, damit sein unsterblicher Lebensfunke endlich in Grangrosch Urfeuer zurückkehren kann. Bringe das Amulett zurück. Bevor ich den Zwergengeist das Amulett nicht überreicht habe, wird er keine Ruhe finden. Ich sollte seinen Leichnam aufsuchen und das Amulett dort ablegen, dann wird er es sicher finden. Ja, also ich habe es deshalb nicht aufnehmen können, weil... voll war, ne? Ich werde trotzdem noch einmal Amadruz draufschmeißen. So, dann gehen wir mal zurück. Irgendwo soll das sein. Der Rückweg. Ich schätze mal dahin. Und jetzt müssen wir irgendwie schauen, vielleicht ist das jetzt da ja sogar weg, dieser, wo haben wir denn da? Da ist die Treppe, ne? Vielleicht ist das ja jetzt weg, dieser Feuermonolith. Ich speichere noch auf einen extra Speicherpunkt, 27, falls ich irgendwas falsch gemacht habe. Jetzt gehen wir dahin. Gehen wir wieder die Treppen rauf. Oh, Leute. Der Djinn ist ja auch bald hinüber. So, und da drüben. Das war das ja mit den Steingolems, ne? Das ist eine der letzten Folgen. Leute. Ich hoffe, dass wir das mit dem Feuermonolithen hinbekommen haben. Der ist der, der da drüben ist. Monolith. Oh.
Falle ausgelöst. Aua, ich brenne! Nö, der ist noch immer da. Zurück! Das mit Feuermonolithen? Ja, muss ich mich heilen, Leute. Also ich habe auch gelesen, dass das dann erledigt sein soll mit dem Feuermonolithen. Mal heilen. Speichern wir mal. Da ist die Maske, der Helm. Da kommen Feinde jetzt. Rastula sei gnädig. Alle tot. Wandelnde Riesengebeine. Was für schwarze Magie steckt dahinter? Sind alle tot? Nur noch ich bin am Leben. Ja. Tot. Wie schaffe ich das mit dem... Wie schaffe ich das mit diesem Feuermonolithen? Es sollte normalerweise ja kein Problem sein, dieser Feuermonolith. Nachdem ich das Rätsel gelöst habe. Wie soll ich das machen? Mit dem Feuermonolithen. Das ist die Frage. Also, jetzt sollte ich ja normalerweise, ist da hinten nicht schon offen, Schlüssel benutzen. Ja, Leute, da kann ich den Schlüssel benutzen. Ja, genau. Leute, da kann ich wahrscheinlich den Monolithen ausschalten. Gehen wir da mal rein, oder? Da geht's dann. Ah, da ist ein Krolm oder was ist da? Feuergeist. Ja, der schießt schon. Ich hasse Feuergeister. Ja, besiegen wir Feuer mit Feuer, Leute. Aber Kälteschock. Vorgrim. Ist das nur ein Feuergeist, aber wahrscheinlich so viele wieder. Ja, ich habe ja keine Brandsalben. Aber der Nasreddin dürfte das weniger machen, weil der Nasreddin hat nämlich seine Rüstung, seine feuerfeste Rüstung jetzt an. Klingensturm. Tod allen Feinden. Eine weihnachtliche Folge, meine Lieben. Aua, ich brenne! Weg hier, ich brenne! Der Nasreddin kriegt nichts ab. Na super. So, fertig. Ist das fertig jetzt? Der Djinn ist gleich weg. Ah, hier oben. Hallöchen, wer ist denn da? Ja, tut mir leid, das mit dem Rätsel. Ich denke mir, es ist ein Let's Play. Und ich bin einfach horstig, das heißt, ich kann nicht gut rätseln. Das kann ich nicht. Ich habe Konzentrationsprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten und so durch meine Krankheit.
Und deshalb kann ich nicht rätseln und dann 2, 3, 4 Folgen nur Rätsel lösen. Das kommt in einem Let's Play nicht gut an. Es ist einfach so. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja, wisst ihr was, schaue ich mir das ein bisschen an vor der Folge und passt. Ja, ist auch okay. Wir sind ja mittlerweile schon 229 Folgen dabei in diesem Spiel. Und heute ist Weihnachten, Leute. Das darf ich. Was? Was sind da schon wieder? Kolmenschalter. Ja, bevor ich den drücke, der geht sicher da die Tür auf. Falle entdeckt. Da. Natürlich in der Kiste ist die Falle. Leute. Hm. Nasreddin, du lieber Mensch. Ich mag den richtig gerne, den Nasreddin, Leute. Aber nicht, denn du bist längst. Ja, der Djinn ist schon tot. Wer hat denn am wenigsten? Sind schon alle voll. Aber die Gwendala wird looten, Leute. Die Gwendala wird looten. Sie hat noch ein bisschen Platz. Ah, verschlossen. Ach so. Ach, Leute. Misslungen. Logisch. Einfach so draufgeklickt. Das geht nicht. Was die? Ich probier's trotzdem dreimal. Alle guten Dinge sind drei. So, Weihnachten. Heute ist Weihnachten, meine Lieben. Also, und wenn du die Folge dann nach Weihnachten guckst, hoffe ich, du hattest schöne Weihnachten, beziehungsweise einen schönen heiligen Abend. Ja, also natürlich, an dem Tag, wo ich das Let's Play habe, ist noch nicht Weihnachten gewesen, aber da, wo jetzt die Folge rausgekommen ist, ist Weihnachten, Leute. Ja, so ist das. Ich mag Weihnachten wirklich sehr. So, und jetzt nehme ich Haarnadeln. Kann ich mir vielleicht irgendwo Haarnadeln noch kaufen? Natürlich, wahrscheinlich schon, schätze ich mal. So, dann beim Schalter 4 geradeaus durch. Okay. So, Truhe verschlossen, Haarnadeln müssen her. Ich habe nur noch 49 Stück Haarnadeln, also nach dem jetzt. Geöffnet. Und geht schon. Eine. Heiltrank und Ausdauertrank. Ja, wenigstens haben wir einen Heiltrank wieder bekommen. Ich werde mir einen Amatrutz raufschmeißen. Immer wieder Amatrutze. Amatrutze. So, und da ist noch ein Schalter. Das ist eigentlich der vierte und letzte Schalter. Da sollte die Tür aufgehen. Oder? So, oder nein, doch nicht. Oder ist jetzt das Ding weg? Also jetzt habe ich den einmal gedrückt. Djinn, du kommst wieder. Ich beschwöre den Djinn wieder. So, Djinn ist wieder am Start. So, da gehe ich mal da raus. Und vielleicht ist jetzt durch diesen Schalter der Monolith, der Feuermonolith weg. Kann das sein? Oder irre ich mich da? Bitte, hoffentlich. Ich speichere noch einmal. Wahrscheinlich bei meinem Glück, Leute. Ist er auch noch da? Ja, er ist weg. Monolith ist ausgeschaltet, Leute. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Wir werden in der nächsten Folge dann reingehen zum Helm. Da gibt es einige Gegner, die uns erwarten. Und dann sollte es schon demnächst mit diesen Tiefen von Gruldur erledigt sein. Und ich sage mal, ist etwas früher Schluss die Folge, egal. Ich wünsche euch noch fröhliche Weihnachten, gesegnete Ruhe und auf jeden Fall schöne Feiertage wünsche ich euch und macht es gut. Wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge. Oder am Montag. Nö, am Montag. Am Montag zur nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, meine Lieben. Macht es gut. Bis dahin. Game over und ciao.